Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, langsam löst sich Bayern aus dem Corona-Ausnahmezustand. Das wird auch diese Woche deutlich. Am Montag hat Tourismusminister Hubert Aiwanger den ersten Biergarten eröffnet, pünktlich zum wieder schönen Frühlingswetter im Freistaat. Und am Dienstag beschloss die Staatsregierung, dass ab 30. Mai auch alle Bergbahnen wieder fahren dürfen. Das ist ein Riesenfortschritt. Denn auch wenn Glücksgefühle am Gipfelkreuz schon vorher wieder möglich waren, was sind Berge schon ohne Bergbahnen? Zu Pfingsten können unsere Gäste also auf den Ochsenkopf im Fichtelgebirge, den Wendelstein, der Zugspitze und auf vielen anderen Gipfeln ankommen, ohne sich schon auf halber Strecke kräftemäßig völlig überfordert zu haben. Eine Selbstverständlichkeit ist dies allerdings nicht, denn wie im übrigen öffentlichen Leben auch, müssen unsere Bergbahnen jetzt erst einmal aus ihrem Zwangsdornröschenschlaf herausgeholt werden. Deswegen hatten wir Freien Wähler gefordert, den Betrieben ausreichend Zeit für ein Wiederhochfahren der komplexen Aufstiegsanlagen zu geben. Sie hatten die vergangenen Wochen bereits genutzt, um ein umfangreiches Hygienekonzept zu erarbeiten. Doch das gilt es nun in die Praxis umzusetzen und zu erproben. So müssen sogenannte besucherlenkende Anlagen wie beispielsweise Drehkreuze, Bodenmarkierungen und Absperrungen eingesetzt und aufgebaut werden. Das alles benötigt Zeit, die dank der Kabinettsentscheidung nun gegeben ist. Ihr seht, die Bayern-Koalition räumt dem Gesundheitsschutz weiterhin höchste Priorität ein. Wir gehen bei der Öffnung der Gastronomie behutsam vor. Wir gehen mit Abstand durch die Krise. Danke, dass ihr euch auch weiterhin an Mindestabstand und Hygieneregeln haltet. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung für weitere Lockerungen, gerade im Tourismus, der die Jobs von 600.000 Menschen und ihren Familien sichert. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.